ich habe es endlich gefunden. Und hier ist die Ärztin. Sie wird eine schwangere Frau nicht abweisen. Oh, wow, so viele Meerjungfrauen. Wow, ich will zu ihnen. Es ist so geräumig hier wie in einem Kino. Seht mal, ein Wal wurde an den Strand gespült. Du gehörst nicht hierher. Hey, hey, wer ist hier der Wal? Was? Nur für Nixon? Okay, Mädels, wer ist das? Hey, Ma'am. Ich habe dich noch nie gesehen. Lass mich mal gucken. Was ist hier los? Oh nein, bist du ein Nerd? Raus hier. Warte, das ist ein Irrtum. Verlass den Raum. Was hast du getan? Ah! Und wer hat den Raum verlassen, Doktor? Ich glaube, ich muss meinen Look ändern. Warte. Ich bin's. Die Liste ist fertig. Jetzt wird es viel einfacher sein. Oh, Gabby. Ich hoffe, dir gefällt mein neuer Look. Und unser Baby. Okay, zurück zur Sache. Womit soll ich anfangen? Zähne. Ich fange mit Ihnen an. Sie können definitiv etwas Pflege gebrauchen. Ich habe sie schon so lange nicht mehr geputzt. Es funktioniert nicht. Oh, stimmt. Ich habe die Zahnpasta vergessen. Ist das wirklich so aussichtslos? Hey, ist schon gut, Cat. Ich werde dir helfen. Ah, wer bist du? Ich bin eine Barbie-Nixe. Und wie... Oh, so riesig. Danke für das Geschenk. Das ist so cool. So gut wie neu. Und der Atem ist so frisch. Hm, schade, dass es nicht reicht. Ich brauche auch Backup. Kannst du mir helfen? Ich denke, der Arzt wird sich um die Akne kümmern. Du hast recht. Hm, was habe ich mir verschrieben? Hallo, Doc. Du schon wieder? Geh. Doc, was ist los? Ich wollte deine Box zurückgeben. Aber du hilfst mir doch, die Akne loszuwerden, oder? Ich arbeite nicht mit einem Niemand von der Straße. Aua, meine Nase. Wer war das? Oh, und sie hat eine Box. Ich kann sie zurückgeben. Super. Aber hilf mir erst. Weißt du, wie man die Akne entfernt? Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Igitt, ich kann nicht hinsehen. Ich tue das nicht für dich, ich tue das für alle hier. Das ist ein schlimmer Fall. Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Wir brauchen einen ernsthaften Ansatz. Los geht's. Fertig. Ich habe mein Gespür noch nicht verloren. Bitte. Weich und frisch wie die Haut eines Babys. Lass es uns anprobieren. Toll. Du kannst schauen. Wow. Doc, du bist unglaublich. Wie kann ich dir danken? Kann ich die Schachtel haben? Toll. Du bist der Beste. Ich kann es nicht glauben. Okay, es ist zu früh, um sich zu entspannen. Ich muss noch eine Menge ändern. Zum Beispiel einen Schwanz. Ohne ihn kann ich keine Meerjungfrau werden. Geh zur Seite. Ich will, dass du die süßeste Meerjungfrau wirst. Wow, danke, Barbie. Was ist da drin? Wow, die Sprühdosen. Wird das ein Graffiti? Wow, und eine Maske. Es wird Zeit, dass ich mich in eine Meerjungfrau verwandle. Genau das, was ich brauche. Chum-chick. Passt super. Hm, das ist wirklich praktisch. Ich muss ein Foto posten. Hallo Leute, könntet ihr mir auch gratulieren und eure Wünsche für das Baby in den Kommentaren hinterlassen? Wir würden uns sehr freuen. Schreib es in die Kommentare. Ich werde später alles überprüfen und Cat und dem Baby Bescheid sagen. Wow, so viel Aufmerksamkeit. Danke für eure Glückwünsche. Ich liebe euch, meine Lieben. Hey, Cat, hast du das vergessen? Du hast recht. Zeit, wieder an die Liste zu gehen. Was kommt als nächstes? Ja, ich kann nicht ohne Make-up auskommen. Ich habe das noch nie gemacht. Und es sollte ein Meerjungfrauen-Make-up sein. Wie soll ich das machen? Oh, ich habe eine Idee. Das brauche ich für die schönen Schuppen. Einfach perfekt. Jetzt lass es uns versuchen. Blau steht mir. Tumchick und fertig. Ist das nicht schön? Jetzt die Lippen. Wer ist diese Schönheit? Ich kann nichts sehen. Jetzt kann ich mich entspannen. Hey, was machst du denn da? Wir sind noch nicht fertig. Folge mir. Barbie! Könntest du vorsichtiger sein? Oh nein, ich kann überhaupt nichts sehen. Bist du ein Engel? Erkennst du mich nicht? Ich sehe das Problem. Was wenn... Doc, du bist wirklich ein Engel. Danke. Ist das ein sprechender Spot oder bin das nur ich?
Okay, sieht so aus, als bräuchtest du sie mehr. Nimm sie. Wir müssen uns darum kümmern. Eureka, ich habe eine Lösung. Doc, wo bist du? Atme tief durch. Perfekt. Jetzt können wir mit der Operation beginnen. Hygiene geht vor. Oh, und hier ist dein kleines Auge. Lass uns dich heilen, mein Freund. Gieße etwas Flüssigkeit hinein. Fertig. Ich hoffe, es funktioniert. Toll, der Prozess hat begonnen. Jetzt kannst du mit deinen neuen Augen sehen. Wach auf. Hey, geht's dir gut? Nur das nicht. Wir verlieren sie. Ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen ihr Herz starten. Tschuck-tschick. Schock. Es scheint zu funktionieren. Was ist los mit ihnen? Was hast du mit meinem Freund gemacht? Du Schurke. Warte, störe mich nicht mitten in der Operation. Puh, schon wieder. Schock. Noch einmal. Lass mich nicht im Stich. Es geht dir nicht besser. Warte, die Anleitung. Leute, bitte liked dieses Video, damit wir Cat zurückholen können. Ich flehe euch an. Ich kann nicht ohne euch auskommen. Toll. Die Waage geht hoch. Jetzt kann ich es definitiv schaffen. Tschuck-tschuck. Bin ich etwa eingeschlafen? Wow, was ist mit meinem Auge? Hey, die Welt ist zu scharf geworden. Danke, Doc. Kein Problem. Lass uns deinen Zustand scannen. Nur 50%? Das ist zu wenig. Du musst unser Krankenhaus verlassen. Mal sehen, was noch übrig ist. Wir können die Frisur durchstreichen. Plus ein Punkt. Ja, wir müssen feiern. Ich bin fast eine Meerjungfrau. Oh nein, nur das nicht. Mein Pullover. Er ist ruiniert. Wir müssen ihn ersetzen. Sofort. Das Hemd reicht. Aber es passt nicht zum Bauch. Oh, ich brauche etwas anderes. Vielleicht dieses? Ein Hemd ist gut, aber zwei sind viel besser. Hör mal, ich finde, es sieht ziemlich gut aus. Was sagst du, Barbie? Cool, nicht wahr? Sag mir nicht, dass du das anziehen wirst. Sieh dir die Checkliste an. Da ist ein Oberteil. Ich dachte, das wäre originell. Und ich habe kein Oberteil. Sebastian! Oh, was ist passiert? Wer ist das? Wow, ich habe die gleiche Frage. Hey, hilfst du mir mit dem Outfit? Oh, ist das deine Nase? Fass das nicht an. Hey, mein Blazer. Gib ihn zurück. Was für ein Haufen Lumpen. Mehr Jungfrauen tragen das nicht. Wer braucht schon eine Schere, wenn er Knaller hat? Warte. Tschuck-tschick. Der Stoff ist fertig. Jetzt bügeln wir ihn aus. Wow, das ist heiß. Aber irgendwie komisch. Unter dem Meer. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Jetzt lass uns den Überschuss entfernen. Tschum-tschick. Das Oberteil ist fertig. Was denkst du? Es ist wunderschön. Eine schöne Halskette. Die würde mir stehen. Okay, dann lass uns tauschen. Ich werde der Stylischste im Unterwasserreich sein. Vielleicht nach mir. Schau einfach. Ich bin eine echte Prinzessin. Vielen Dank. Du auch. Oh, Gabby, du würdest es lieben. Ich kann meinen Augen immer noch nicht trauen. Ich glaube, ich bin jetzt bereit. Es ist Zeit, die Welt zu treffen. Wage es ja nicht. Dieser Rucksack ist furchtbar. Und was soll ich dagegen tun? Was hast du vor? Sieh dir den Katalog an. Wow, das ist eine Menge Zeug. Ein Unterwassereinhorn. Und es ist im Angebot. Aber nicht mein Stil. Aber das ist genau das, was ich brauche. Komm her. Nehmen wir das Bild als Anhaltspunkt. Wir brauchen ein Stück glänzenden Stoff. Eine Schere. Und jetzt können wir es schneiden. Genau in der Hälfte. Erstaunlich. Jetzt müssen wir sie zusammenkleben. Heißkleber wird mir dabei helfen. Entlang der Kante. Und verbindet die Hälften. Die Basis ist fertig. Jetzt schon schick. Was für eine süße Flosse. Du wirst perfekt passen. Wer zieht sie mit Perlen? So schön. Und natürlich brauchen wir die Griffe. Die bringen wir gleich an. Tschum-tschick. Erstaunlich. Na und? Was denkst du über meine Bastelei? Cool. Jetzt kann ich zum Arzt gehen. Ja.
Oh, hallo. Lass uns einen Scan machen, okay? Klar, Doc. Ich bin zu 100% bereit. Sieht aus, als bräuchten Sie noch 1% mehr. Entschuldigung. Hey! Oh Mann! Okay, ich sehe sie mir mal an. Ja, Doc, ich bin bereit. Toll, dann lass uns mit dem Ultraschall beginnen. Wen haben wir denn da? Hast du ein Aquarium im Haus? Das muss ein Irrtum sein. Oh, das ist schon besser. Dein Baby ist kerngesund. Ich glaube, es hat schon angefangen. Glückwunsch, du hast ein wunderbares Mädchen. Willst du sie halten? Natürlich. So, so, so. Und hier sind sie. Kannst du dir das vorstellen? Wir haben eine Tochter. Ich mache mir nur Sorgen, dass wir zu Hause nicht genug Platz für alle haben werden. Mach dir keine Sorgen, ich habe mich schon darum gekümmert. Ja, bei all dem Chaos ist es einfacher, ein neues Haus zu kaufen. Komm schon, Vampy, mach alles sauber. Und zwar schneller. Jetzt bist du dran. Weißt du, ich habe eine bessere Idee. Nach einem Wirbelsturm der Leidenschaft werden wir keine Spur von Schmutz mehr haben. Vampy, wie kann ich dir widerstehen? Ich hab's. Und nochmal. Wir sind ein tolles Team. Wir sind wirklich cool. Toll. Vampy, wo ist unser Plan? Vielleicht haben wir ihn weggeworfen. Redest du von mir? Ich habe nicht einmal geblinzelt. Ich kann endlich ein Künstler sein. Mein Meisterwerk. Schatz, ruiniere nicht meinen Traum. Zeichnen ist ein Tanz mit einem Pinsel. Willst du mit mir tanzen? Oh la la. Sohn? Papa ist jetzt eine Leinwand. Vampy, hör auf. Du willst Spaß haben? Du musst dich fertig machen. Viel besser. Schnapp dir die Pinsel und lass uns kreativ werden. Wir werden eine Menge Farbe brauchen. Volle Fahrt voraus, meine kleinen Picassos. Seid ihr bereit? Tschum tschick. Oh, ihr seid echte Expressionisten. Es ist so schön. Wir haben es geschafft. Toll gemacht, Jungs. Oh nein, was hast du getan? Ah, großartig. Mach weiter so. Ah, wo haben wir aufgehört? Komm, mein Sohn, ich bringe dir bei, wie man die Nägel einschlägt. Es ist ganz einfach. Die Hauptsache ist, dass du nicht die Finger triffst. Du ziehst und... Autsch, das tut weh. Poseidon, warum schickst du mir einen solchen Mann? Ich zeige dir, wie es geht. Tschum tschick. Aber ich kann es nicht tun. Das ist es. Mach es ganz alleine. Und ich spreche nicht mit dir. Aha, ich hab's. Nicht auf die Finger hauen. Oh nein, die Jäger? Und so machst du es. Schatz, sieh nur. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Lass es uns testen. Cool, das macht dir nichts aus, oder? Wow, das ist so toll. Ich frage mich, was sie für Meerjungfrauen haben. Wow. Lass es uns nehmen. Ich weiß es nicht einmal. Und was ist da? Meinst du das hier? Skibidi-dap-dap. Ah! Ah! Ich rufe die Polizei. Aha, ich komme gleich nach. Komm schon. Autsch! Mein Rücken. Schatz, ruf auch einen Krankenwagen. Mua! Es ist so lecker zum Knochenlecken gut. Was ist das für ein Geruch? Oh nein, ich bin fertig. Fang es. Hey, was machst du da? Guten Tag. Ich spiele nicht. Was ist das für ein Gestank? Okay, ich habe nicht viel Zeit. Genau das, was ich brauche. Meine Fähigkeiten haben mich schon oft gerettet. Der Kleiderbügel ist fertig. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und das ist für mich. Ups, ich hab's total vergessen. Geh dahin, wo ich dich gerufen habe. Wo ist... Wow, Schatz, das ist so cool. Aber dieser Geruch. Aber das ist okay. Jetzt wirfst du deine Sachen nicht mehr überall hin. Wow, Papa, was für eine coole Idee. Ich muss etwas tun, aber wo soll ich anfangen? Ich weiß schon, ich hänge ein Bild auf. Perfekt. Ich bin ein Genie. Und jetzt lasst uns zur Sache kommen. Was für ein komisches Geräusch. Hey,
überflutest uns. Oh nein, Cat wird mich auslachen. Schatz, what? Alles in Ordnung? Vampy, hast du die Windel vergessen? Hey, es ist nicht so, wie du denkst. Ah, Vampy. Nein. Ich kann dir nicht einmal die einfachsten Dinge anvertrauen. Hey, komm her. Du kannst mich sehen. Was ist mit dir? Lass mich in Ruhe. Das ist nicht lustig. Mama, er hat den Spiegel zerbrochen. Wir haben noch einen übrig. Ich bin wieder glücklich. Und es ist so schön. Papa, sie macht sich über mich lustig. Sie sagt, ich sei nicht im Spiegel zu sehen. Mach dir keine Sorgen, Baby. Du kannst dir immer unser Porträt ansehen. Komm schon. Denk dran, du bist schön. Kinder, hier ist die Einkaufsliste. Zeig sie einfach dem Verkäufer. Komm schon, Baby. Ich glaube an dich. Mama kann wirklich malen. Hey, ist hier jemand? Hey! Okay, ich kann es selbst machen. Ich brauche das und das. Ich glaube, das ist es. Halt! Turm-Check-Polizei! Du bist verhaftet. Folge mir, kleiner Dieb. Lass mich los. Oh, bitte. Oh. Leute, liked dieses Video, wenn ihr wollt, dass ich sie gehen lasse. Es liegt an euch, es zu entscheiden. Oh, das ist übel. Leute, bitte. Okay, aber das ist das letzte Mal. Danke, Mim. Auf Wiedersehen. Molly, du bist so freundlich. Schatz, sie sind so süß. Okay, Fisch. Keiner wird dich retten. Schütze dich. Ich schlage dir die Zähne aus. Kapiert? Hey, das ist nicht fair. Was hast du getan? Süße, das sind unsere Kissen. Okay, die neuen brauchen wir sowieso. Nun, meins ist fast fertig. Etwas fehlt noch. Baby, schau mal. Oh, mein Auge. Und jetzt werde ich es an das Kissen nähen. Papa, dein Auge. Keine Sorge, das ist nur ein Scherz. Sieh mal, sie ist genau da, wo sie sein sollte. Puh, ich habe auch einen Trick. Schau, ich reiße mir den Daumen ab. Was für ein Albtraum. Willkommen im Friseursalon. Wuhu. Lass uns einfach ein bisschen schneiden. Du siehst wunderbar aus. Die Füllung ist da, wir müssen nur noch den Kissenbezug füllen. Jetzt nähen wir es zu, damit die Füllung drin bleibt. Erstaunlich. Lass es uns mit etwas Tüll verzieren. Rosa ist perfekt. Und etwas Magie. Dieses Kissen ist ein Traum. So schön. Sie ist drauf reingefallen. Schneller, ich kann ihn nicht halten. Das ist der Fang. Der Fisch meiner Träume. Schätzchen, mach ein Foto. Das ist mein Rekord. Papa, hast du dir den Kopf gestoßen? Es ist ein Kissen. Oh, und noch einmal. Komm schon. Oder so? Ja, ich habe viele Fische gefangen, aber deine Mutter ist die Beste. Oh, es ist glitschig. Ich habe dir gesagt, du sollst es Kindern nicht zeigen. Es tut mir leid. Gib ihr ihr Kissen zurück. Tu etwas Nützliches. Und wie konnte ich mich nur in dich verlieben? Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir sind auf der Suche nach der roten Farbe. Wie viel? Ich habe einen anderen Preis erwartet. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht sollte ich das Blut zurückgeben. Süße, lenk sie ab. Okay. Ma'am, können Sie mir helfen? Klar. Ja, spende uns etwas Blut. Ich eröffne mein eigenes Geschäft. Danke, dass du unseren Laden besucht hast. Toller Service. Das ist der Tipp. Los geht's. Ich werde allen erzählen, dass sie sich auf einem Angelausflug kennengelernt haben. Kannst du dir das vorstellen? Du gießt die falsche Blume. Was? Nicht anfassen, das gehört mir. Du weißt nicht, was du damit tun sollst. Das ist eine Dekoration für unsere Töpfe. Und du hättest sie fast weggeworfen. Zum Trick. Und fertig. Er ist ein Genie.
Jetzt lass sie uns gießen. Nein, du musst sie mit Blut gießen. Sie ist eine Vampirblume. Das war's, fertig. Wir finden den besten Platz dafür. Unser Haus wird immer gemütlicher. Schau sie dir einfach an. Ein Motorrad. Davon habe ich schon immer geträumt. Cool. Ein Motorrad. Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Das ist so cool. Oh, diese Kinder. Nein, bitte nicht. Lasst mich in Ruhe. Ah, das Baby hat Albträume. Ich habe eine Idee. Ich werde ihr einen Traumfänger basteln. Lass uns die Fäden am Rahmen befestigen. Jetzt werden alle nur noch gute Träume haben. Ah, hey, wie gefällt dir das? Damit kannst du keinen Seba verschrecken. Komm her. Ach ja. Dann hol sie dir. Und überleg dir gut, was du sagst. Mein Baby. Zeit für einen Streich. Gib mir deine Schätze oder ich verwandle dich in... Oh nein. Ah. Der Streich hat funktioniert. Oh nein. Puh, das war knapp. Warte eine Sekunde. Ich habe eine Idee. Wir brauchen einen Eimer. Klebe etwas Heißkleber auf den Rand. Klebe die Stacheln auf. Lass uns die Spinnweben für die Stimmung hinzufügen. Gib etwas Heu in einen anderen Eimer und füge eine Kerze hinzu. Fertig. Das schaurigste und schönste Nachtlicht. Und das Wichtigste? Alles ist sicher und gesund. Einfach perfekt. Puh, Hauptsache, du triffst nicht die Finger. Sauber und aufgeräumt. Trinkt, meine Babys. Das ist bezaubernd. Diesmal kümmere ich mich definitiv um den Boss. Vampy, keine Spielchen. Ach, komm schon. Du benimmst dich wie ein Kind. Oh, das wird ja eine Lehre sein. Keine Spielchen, bis wir mit der Umgestaltung fertig sind. Ups, ich muss los. Ich bin bereit für die nächste Runde. Hä? Knoblauch! Hast du das getan? Entschuldige, dass ich dich von deinen Spielen ablenke. Hey Leute, schreibt in die Kommentare, ob eure Eltern euch verboten haben, Videospiele zu spielen. Du schummelst. Ah. Erwischt. Ihr seid jetzt normale Kinder. Was ist hier los? Lass unsere Kinder in Ruhe. Sieh mal, was ich habe. Hol es. Endlich treffen wir uns. Vampy, rette mich. Zu spät. Ah! Jetzt wirst du mein Spielzeug sein. Hilfe! Wo ist Mama? Hallo, Leute. Hey, schaut mal. Ich fange sie jetzt ein. Sie ist am Haken. Oh, Leute, ich kann euch sehen. Sie ist so stark. Was ist das für ein Ort? Hallo, kleiner Junge. Ah, ich denke, wir werden Freunde sein. Hab keine Angst. Es ist wie ein Mückenstich. Das ist eine große Mücke. Wow, du bist so schön. Weißt du was? Ich kann dich auch so aussehen lassen. Das ist so cool. Lass uns Twister spielen. Cool, lass uns das machen. Ich hoffe, ihr bekommt es hin. Ich schon, und du? Ich werde es im Prozess tun. Okay, die Klamotten. Das bedeutet, dass es Zeit ist, sich anzuziehen. Warte eine Sekunde. Wuhu! Ich habe den Jackpot geknackt. Ich mag dieses Spiel. Oh, das hätte ich fast vergessen. Die Hose. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Warte, ich habe sie hier gelassen. Was für eine Schande. Wo ist meine Hose? Was? Ich bin jetzt ein Rapper. Hilf mir. Hör auf zu schreien. Hm, die steht dir wirklich gut. Aber sie braucht eine kleine Veränderung. Zuerst den Gürtel. Tschumtschick. Und jetzt hast du eine echte Vampir-Jeans. Das ist so cool. Danke, Schneider. Oh, mein Trinkgeld. Warte mal kurz. Süßer, sieh mal, was ich habe. Was ist das? Oh nein, du solltest lieber etwas zu essen mitbringen. Wow, ich habe den Strauß der Braut gefangen. Dann heirate ihn. Gut, dass ich einen Plan B habe. Vielleicht einen Film? Das ist viel besser. Lass uns gehen. Wir haben die besten Plätze. Das ist der richtige Ort. Nicht so schnell. Vampire sind hier nicht erlaubt. Das sind die Regeln.
Oh, das ist so traurig. Okay, bis dann. Stopp, wir wollen hier keine nassen Sitze. Warte, ich kümmere mich darum. Hey, ganz ruhig, Zani. Du wirst uns nicht im Weg stehen, sterbliches Mädchen. Oh. Der Weg ist frei, Schatz. Los geht's. Du wirst die Sitze trocknen. So ein cooler Film. Wollen wir ihn nochmal ansehen? Oh, ich habe etwas vergessen. Hey, danke fürs Mitspielen. Kein Problem, Zani. Mal sehen, was als nächstes kommt. Zeit für die Frisur. Ich glaube, ich habe einen Lifehack auf YouTube gesehen. Ich werde ihn meinem Baby zeigen. Das ist so cool. Können wir das auch machen? Lass es uns versuchen. Wenn du bereit bist, schalte ich den Staubsauger ein. Lass uns zur Sache kommen. Zuerst machen wir alle Haare zu einem Dutt. Halt! Cool. Beweg dich nur nicht. Ich mache jetzt alles. Was? Wo ist sie hin? Hey, bist du hier? Baby. Erst sie und jetzt meine Lippen. Schatz, was ist hier los? Das ist alles der Staubsauger. Wie kann er es wagen? Das ist es. Ich fordere ihn zu einem Duell heraus. Nimm deinen Rüssel weg von meiner Liebe, du böse Maschine. Ich zeige dir, wie man eine Dame anbaggert. Nimm das. Oh, Vampy. Du bist so süß. Baby, geht's dir gut? Oh, wow. Gefallen dir meine Haare? Ja, das ist sehr stylisch. Lass es mich einfach flechten. Das wird eine super Kombi sein. Danke. Es ist so schön. Ich sehe so anders aus. Das war ein harter Kampf. Was ist los mit dir? Ich bin der Champion im Wohnzimmer-Wrestling. Wuhu! Und das Einzige, was Ursula ihnen gab, waren die Haferflocken. Bitte hör auf. Was ist das für ein Monster? Ich habe Angst. Rette mich. Was ist passiert, Baby? Diese schreckliche Ursula, sie ist da. Du hast nichts zu befürchten. Komm schon, sei kein Angsthase. Du bist ein Vampir. Ja, du hast recht. Ich habe etwas für dich, damit du es dir merken kannst. Wenn du diesen Umhang trägst, wird jeder Angst vor dir haben. Verstehst du das? Sei mutig und kühn. Toll. Jetzt bin ich ein echter Sigma. Cool, gib mir 5. Was glaubst du, wer du bist? Gut. Hände weg. Okay, okay. Ich hab's kapiert. Fass mich nicht an. Das ist mein Junge. Gut, gut, gut. Lass uns aufräumen. Schatz, willst du mich heiraten? Jetzt? Ich bin noch nicht bereit dafür. Was? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Ich beschwöre dich, ja zu sagen. Diese Tricks funktionieren bei mir nicht. Leute, wenn ihr denkt, dass ich ja sagen sollte, dann liked dieses Video. Siehst du es, Vamp? Oh nein, Leute, ich flehe euch an. Liked dieses Video. Die Meerjungfrau ist meine Liebe. Danke. Wow. Okay, ja. Du wirst es nicht bereuen, Liebes. Lass dich umarmen. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Ha, ich kann die Flitterwochen kaum erwarten. Jetzt sind wir verheiratet, also teilen wir uns die Hausarbeit. Oh, ich bin so cool. Ist das überhaupt legal? Hey, ich will auch eine Krawatte. Oh, bitte, gib sie mir. Wart auf, sofort. Gut. Gib sie mir oder ich erwürge dich. Okay, gut. Lass sie uns erst einmal maßschneidern. Diese Krawatte wird wunderschön sein. Lass uns die Ketten hinzufügen. So schön. Und ein paar Details. Dieses schwarze Jabot verleiht dir Aristokratie. Und es ist ein Geschenk von mir. Jetzt gehört sie dir. Nein, nein, du kannst sie nicht mit diesen Klamotten tragen. Hier, jetzt bist du ein echter Vampir. Und ich hole die, die ich bei der Arbeit im Büro getragen habe. Du siehst so dumm aus. Ich sehe schon seit 3 Jahren so aus. In der Schule werden alle verrückt nach mir sein. Ich bin super stylisch. Du bist so romantisch.
Nur mit dir. Mama, das ist für dich. Das ist peinlich. Oh, Baby. Das ist so süß. Schau, sie ist so talentiert. Papa, das ist für dich. Sieh nur. Du wiederholst nur, was ich sage. Ich liebe Mama mehr. Nein, ich liebe Papa mehr als dich. Oh, du bist so eine Anmacherin. Leute, schreibt in die Kommentare, wen ihr lieber mögt. Mama oder Papa? Was soll ich mir anhören? Aha, jetzt hast du nichts mehr zum Zuhören. Hey, was machst du da? Das ist besser. Was hast du getan? Hast du den Verstand verloren? Lass mich in Ruhe, du Spinnerin. Stopp! Mama, schau mal, was er mit meinen CDs gemacht hat. Kannst du dir das vorstellen? Gib sie mir. Ich habe eine Idee. Nur ein bisschen Fantasie. Was ist das? Wow, das ist so cool. Danke, Mama. Ich kann es kaum erwarten, damit zu spielen. Oh, roll es her. Okay, fang ihn. Wow, ich bin so froh, dass ihr euch nicht mehr streitet. Zum Tick. Das ist so cool, Papa. Natürlich ist es das. Was bleibt mir denn noch übrig? Die Flüge stehen auch auf der Liste. Es ist Zeit. Schatz, sieh mal, was ich habe. Wie eklig. Hast du sie selbst gekocht? Sie sehen leckerer aus, als sie schmecken. Komm schon, liebes, iss. Will sie mich vergiften, oder was? Wenn die Luftballons fliegen, dann kann ich das auch. Ich werde sie an mich binden. Wow. Was? Hilfe, Papa. Warte, ich weiß. Los, wirf Sterne. Hab ich dich. Du hast mich erschreckt. Sohn, du bist ein Vampir. Du brauchst die Luftballons nicht. Schon schick. Werde zur Fledermaus und schlage mit den Flügeln. Ja, ich hab's. Danke. Endlich sind nur wir beide hier. Das ist für dich. Was ist das, die Ohrringe? Warum sind sie anders? Als ich es gekauft habe, war es eine Halskette. Schatz, hast du die Halskette deiner Mutter gesehen? Nein. Was für ein kleines, gemeines Mädchen. Psst, Schatz, mach dir keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Du musst dich entspannen. Puh, mir geht's gut. Das reicht. Baby, gib es deiner Mutter. Lass uns ein schönes Oberteil daraus machen. Wir fügen etwas Tüll hinzu. Und verwende die restlichen Teile meiner Halskette. Einfach wunderbar. Na und? Willst du es anprobieren? So schön. Ich danke dir. Gib es mir. Es ist kein Spielzeug. Dieses Outfit zeigt, wie süß und nett ich bin. Ich liebe Renovierungen. Mama, kann ich dir helfen? Bist du bereit? Immer bereit. Hey, was machst du da? Warum malst du mich an? So eine schöne Walze. Ich weiß, wie wir sie benutzen können. Schon schick. Folge mir. Ich hoffe, du erinnerst dich an unsere Liste. Eine echte Meerjungfrau sollte Schuppen haben. Wie findest du sie? Wow, so cool. Ich wusste, es würde dir gefallen. Jetzt das Gesicht. Nein, nein, nein. Für das Gesicht haben wir Make-up. Schneller bitte. Wie bitte? Wir haben dir einen Streich gespielt. Okay, Junge. Geh zu deinem Vater. Lass uns zu deinem Make-up zurückkehren. Sei bitte ernst. Also reinige zuerst deine Haut. Deine Poren werden wieder atmen. Super. Wir haben gerade erst angefangen. Wow, ich bin so schön. Cool, was? Oh ja. Jetzt bin ich unwiderstehlich. Zurück zum Spiel. Und wir haben einen Schwanz. Lass ihn uns jetzt machen. Wo habe ich es hingelegt? Es war ganz oben. Oh, ich habe es gefunden. Schau mal, Süße, das ist mein Abschlussballschwanz. Er wird perfekt für dich sein. Was hast du da? Was? Mama, du warst eine Streberin? Was ist hier so lustig? Ich kann es nicht glauben. Du bist es? Das ist nicht lustig. Du denkst, ich war lustig? Sieh dir deinen Vater an. Oh, wow. Du warst auch ein Streber. Daran ist nichts lustig.
Schatz, sei nicht beleidigt. Baby, probier's an. Papa wird es zum Abendessen wieder gut gehen. Zeig dich. Mama, das ist unglaublich. Genau wie du. Gute Nacht, meine kleinen Hooligans. Aha, Hooligans. Genau das, was ich gesucht habe. Sie haben keine Ahnung. Zum Glück. Ihr werdet vergessen, dass ihr ein Vampir und eine Meerjungfrau seid. Und niemand wird euch helfen. Was ist hier los? Unsere Kinder. Oh nein. Ich muss los. Schatz, sieh sie dir an. Mama, was ist los mit uns? Ich habe Angst. Süße, hör zu. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Nimm es, Cat. Oh ja. Folge mir. Sohn, willst du so werden wie ich? Ja. Was für ein Albtraum. Du bist kein Werwolf, um mit diesen Krallen herumzulaufen. Hier sind die Nägel eines echten Vampirs. Was ist so besonders an ihnen? Was meinst du? Ups, falsche Hand. Hier sind sie. Cool, was? Willst du die gleichen Nägel haben? Ich kann es selbst tun. Kaue nicht an deinen Nägeln. Ich habe ein besonderes Gadget. Absolut hygienisch. Das ist die beste Erfindung seit der Nagelfeile. Danke, Papa. Kein Problem, Kumpel. Wir sind dir einen Schritt voraus. Okay. So hell. Was soll ich wählen? Ich glaube, ich habe die originellste Perücke gefunden. Sie lassen die Augen nicht von mir. Oh nein, das ist so klebrig. Das ist eklig. Mein Gesicht. Verschwinde von hier. Oh, er ist so empfindlich. Diese Frisur sieht überhaupt nicht gut aus. Ich habe sie nur noch schlimmer gemacht. Puh, endlich, ich habe es abgewaschen. Hey, brauchst du Hilfe? Und wie hast du das gemacht? Diese Frisur ist ein Rätsel. Du kannst nicht so herumlaufen. Cat wird denken, dass ich es war. Was machen sie hier, Miss Ankovi? Eigentlich ist es deine Tochter. Aber was ist denn mit ihr los? Hast du dich um einen Propeller gewickelt? Tut mir leid, meine Schuld. Aua, meine Reißzähne. Baby, wir reparieren es jetzt. Oder zumindest decken wir es ab. Toll, das steht mir wirklich. Oh, und die Zöpfe auch? Ja, dieses Gadget macht dich ganz schnell zu einer Schönheit. Und keine Rätsel. Und lass uns eine Haarnadel benutzen. Okay, dein neuer Look ist fertig. Danke, Mama. Das steht dir wirklich. Ich bin die Beste. Was ist los, Kumpel? Ich will fliegen. Es ist noch zu früh, aber wir können es ja mal versuchen. Schau, was ich habe. Wow, das ist so cool. Das sind meine Babyflügel. Ich habe sie schon so lange nicht mehr gesehen. Probier sie an. Wow, natürlich, Papa. Und dann kann ich fliegen? Ja, einen Sack brauchst du erstmal nicht. Ich bin gleich wieder da. Und ich werde üben. Wow. Oh. Flieg nur nicht zu hoch. Ich habe eine Lizenz dafür. Bekomme ich auch eine? Zuerst musst du die Prüfung an der Vampirschule bestehen. Du musst warten. Okay, mal sehen, was ich noch brauche. Ein Schwanz. Vielleicht sollte ich ihn selbst machen. Es ist ganz einfach. Genau wie ich gesagt habe. Und ich brauche die Flosse. Ich glaube, eine Flosse reicht auch. Zwei werden zu viel sein. Jetzt habe ich einen richtigen Schwanz. Mama wird so stolz auf mich sein. Ich werde gehen. Wow, sie hat eine ganze Kollektion. Ich glaube, sie hat nichts dagegen, wenn ich eins anprobiere. Oh, ich bin wie ein Thunfisch in der Dose. Nimm es mir ab. Schatz, bist du da? Was ist das? Mein Schwanz. Warte mal kurz. Pablo, hast du den Dieb erwischt? Hier bin ich. Schatz, wie ist das passiert? Raus hier. Sag mir, warum hast du das getan? Ich wollte so sein wie du. Und jetzt sitze ich hier fest. Okay, Baby, ich glaube, wir kriegen das hin. Bist du bereit? Die heiße Luft lässt den Schwanz schrumpfen und auf deine Größe anwachsen.
Jetzt wollen wir etwas Persönlichkeit zeigen. Schön, Trick. So schön. Danke, Mama. Das ist noch nicht alles. Ich finde, diese stylischen Ärmel werden toll zu deinem neuen Outfit aussehen. Nennen wir diesen Stil Ocean Grunge. Gefällt er dir? Und natürlich die Meeresdekoration. Fabelhaft. Ja, du bist die Beste. Ich sehe perfekt aus. Ich will die gleiche Frisur. Ich hoffe, ich schaffe das. Oh, Papas Gel. Ich frage mich, ob es magisch ist. Mach dein Haar nass und mach weiter mit dem Styling. Ah! Was ist passiert? Warte. Puh, die Haare sind noch da. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Oh nein, der Föhn hat nicht geholfen. Schatz, kannst du herkommen? Wir müssen die Haare trocknen. Wir schaffen es nicht ohne dich. Willst du uns helfen? Kein Problem. Taifun. Wow. Das war zu viel. Sohn, geht es dir gut? Es ist, als ob ich auf einer Achterbahn sitze. Schatz, er ist schon trocken. Bitte hör auf. Und noch einmal. Glückwunsch. Juhu. Heute hat jemand Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Schatz. Ich will die Geschenke. Hast du dir etwas gewünscht? Du kannst die Kerzen auspusten. Ich kann nicht. Ich werde dir helfen. Es ist nicht dein Geburtstag. Versuch's nochmal und härter. Komm schon. Wow, ich glaube, du hast etwas verloren. Tumschick. Manchmal helfe ich der Zahnfee. Es ist ein Geschenk von ihr für euch. Schatz, bring die Getränke. Ich bin gleich wieder da. Wo sind sie? Ups, ich bin so ungeschickt. Kommst du? Ich bin ein bisschen nervös. Oh. Beeil dich. Oh, komm schon. Ich habe das Gefühl, ich mache alles nur noch schlimmer. Gabriel, warum dauert das so lange? Ich tue, was ich kann. Okay, das wird reichen. Wer will etwas zu trinken? Bedient euch, Leute. Oh nein, was ist das für ein Geruch? Ich mag ihn auch nicht. Vielleicht einfach wechseln? Ich werde dich nie wieder um etwas bitten. Versuch es jetzt. Warum machst du alles kaputt? Lecker. Ah, warte, ist das ein Lutscher? Du kannst keine Süßigkeiten haben. Gib es zurück. Zisch deinen Vater nicht an. Was ist mit deinen Zähnen los? Wir müssen an den Reißzähnen arbeiten. Wir können es kaum erwarten, dass die neuen wachsen. Hm, ich habe eine Idee. Das, was wir nicht brauchten, wird uns helfen. Klebe die Reißzähne oben auf den Lutscher. Dann hast du eine Maske mit Reißzähnen. Wow, das ist eine coole Idee. Das zeige ich meiner Mutter. Mama, hab Angst vor mir. Oh, erschreck mich nicht. Ich wünschte, du könntest dich sehen. Aua. Warum? Schatz, lass uns auf unsere Checkliste schauen. Es ist Zeit, dich zu schminken. Ich denke, wir können das leicht schaffen. Hey, was machst du da? Mama, hör auf. Ich mache es selbst. Du wirst noch alles kaputt machen. Ich bin kein Baby. Hör auf. Du bist kein Witzbold. Du irrst dich. Hör auf, herumzualbern. Ich habe eine Idee. Pablo, ich brauche deine Hilfe. Ich gebe sie dir zurück, versprochen. Jetzt ist der Telefonhalter fertig. Lass ihn uns noch ein bisschen dekorieren. Voila, fertig. Sieh mal, Toon Trick hat ein neues Video. Wow, ein Fernseher im Spiegel. Wie cool. Es hat geklappt. Fangen wir mit den Augenbrauen an. Etwas Puder. Sieh mich an. Wow, so schön. Ich danke dir. Dieses Make-up steht dir wirklich gut. Hey Sohn, komm her. Dein Vampir-Look braucht noch ein Detail. Tumtrick. Nein, das geht nicht. Und das hier auch nicht. Und woher kommt das? Okay, ich mache es selbst. Wir brauchen weißen Stoff und Spitze. Lege alles zusammen und falte es. Die Vampirfrisur ist fertig. Bist du bereit? Warte mal. Fast hätte ich die Dekoration vergessen.
klebe sie mit einer Klebepistole auf. Wow, das ist so wunderschön. Sieht viel adliger aus. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere es und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.